Ja, Glück auf, ihr Lieben, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, Buch 6 ist draußen. Ich habe mich gleich dran gemacht und Übersetzung gestartet. Es wird um unterschiedliche Sachen gehen, wie die Untergrundsysteme, die verschiedenen Schichten des Bodens, also das Bodenrelief, dann die unterschiedlichen Schichten des Wassers und die Bewegung der Sonne. Das ist ein interessantes Thema für mich. Und das am allerinteressantesten ist das Feld des Marses, was letztendlich eine Karte des ganzen Universums ist und der kleine Fleck, der wir sind. Und was auch noch sehr interessant in dem Buch zur Sprache kommt, ist Mordor, das Land von Mittelerde, ist zu finden auch auf der Mondkarte. Klingt verrückt, ist aber so. Wir fangen jedoch an mit den atmosphärischen Schichten und wie immer werden wir ja, Stück für Stück das Buch durchgehen und ja, viel Spaß dabei. Ihr Lieben, um die Natur der Welt, in der wir leben, zu verstehen, werden wir die verschiedenen Schichten, also die Atmosphärenschichten, im Detail betrachten, wie sie nach oben und unten unterteilt sind, sowie die Eigenschaften und Elemente, die jede Schicht ausmachen. Zuerst werden wir die nach oben gehenden Schichten untersuchen, also die Schichten der Atmosphäre, wie sie getrennt sind, sowie die Bedingungen und Elemente, die jede Schicht erschaffen und bilden. Die Troposphäre ist die erste Schicht der Atmosphäre und mit einer Breite von etwa 12 bis 14 Kilometern. In ihrem unteren Teil, etwa von 0 bis 5 Kilometern, entwickeln sich alle Wetterphänomene, die mit dem Wasserkreislauf zusammenhängen. Die Wolken, Nebel, Regen, Schnee, Hagel, Blitz und so weiter. Alle inländischen und internationalen Flugzeugflüge finden hier statt. In Standardflughöhen von etwa 4,5 Kilometern für Inlandsflüge und 10 Kilometern bis zu 10 Kilometern für internationale Flüge mit ja, standardisierten Kursen. In der Troposphäre befinden sich alle Wasserdämpfe und atmosphärischen Schwebstoffe sowie die schweren Gase, die die Atmosphäre bilden, die auch an der Erdoberfläche existieren. Ein charakteristisches Merkmal der Troposphäre ist der Temperaturabfall mit der Höhe, der etwa 6 bis 7 Grad Celsius pro 1000 Meter Aufstieg beträgt. Dies ist auf die höhere Temperatur des Bodens zurückzuführen, der die Wärme nach oben überträgt. In den unteren Bereichen ist die Temperatur somit gleich der Bodentemperatur, während sie in den oberen Bereichen minus 50, minus 60 Grad Celsius erreicht. Die Stratosphäre ist die zweite Schicht der Atmosphäre von der Erdoberfläche aus gesehen, direkt nach der Tropopause. Das ist die Grenze, an der die Troposphäre endet. Sie beginnt in etwa 12 Kilometern Höhe und endet bei 50 Kilometern. In dieser Schicht gibt es starke Winde und sehr gute Sichtverhältnisse, während die Dichte der Atmosphäre gering ist und der Luftdruck extrem niedrig, bis nahezu null. Die Temperatur steigt hier kontinuierlich an, von minus 50 bis minus 60 Grad Celsius in der unteren Schicht bis zu minus 15 Grad Celsius in der oberen Schicht. Hier befindet sich die Ozonschicht, die UV-Strahlung filtert und zum thermischen Gleichgewicht der Troposphäre beiträgt. Die Mesosphäre wird als die dritte Schicht der Atmosphäre von der Oberfläche aus bezeichnet, nach der Troposphäre und der Stratosphäre. Sie beginnt in der Stratopause in einer Höhe von 50 bis 55 Kilometern und erstreckt sich bis zu 85 bis 95 Kilometern in den Bereich der Mesopause. Also Stratopause und Mesopause sind immer die Grenzschichten zwischen den einzelnen Atmosphärenschichten. Sie bezeichnet sich durch einen dramatischen Temperaturabfall mit zunehmender Höhe aus. Die Temperatur oberhalb der Stratosphäre sinkt aufgrund des Fehlens von Ozon schnell mit der Höhe ab und erreicht in einer Höhe von 80 bis 90 Kilometern Werte von minus 90 Grad Celsius bis minus 101 Grad Celsius. Die obere Grenze der Mesosphäre ist die Mesopause. Somit ist die Mesosphäre die kälteste Schicht der Atmosphäre und die Mesopause ist der kälteste Bereich der Atmosphäre.
Es gibt hier verschiedene Gasströmungen von leichteren Gasen, die nicht mehr vermischt sind, sondern in Schichten entsprechend den Gaselementen vorliegen. Außerdem werden hier alle kathodischen Ansammlungen von trockenen Dämpfen komprimiert und verbrannt, die in Form einer unsichtbaren Wolke aufsteigen, dort kondensieren und während ihres Abstiegs in Anwesenheit von einatomigem Sauerstoff entzündet werden. Ja, die letzte Schicht, die letzte Atmosphärenschicht, die wir behandeln, ist die Thermosphäre, Ionosphäre. Das ist die vierte Schicht der Erdatmosphäre und beginnt oberhalb der Mesopause, die die oberste Grenze der Mesosphäre bildet, in einer Höhe von 80 bis 90 Kilometern. Die Temperatur in dieser Schicht steigt sprunghaft bis zu einer Höhe von 400 bis 500 Kilometern an, weshalb sie, ja, logischerweise Thermosphäre genannt wurde. Die maximale Höhe, die die Ionosphäre erreicht, die auch die Trennfläche zwischen der Thermosphäre und der letzten atmosphärischen Schicht, also der Exosphäre, darstellt, wird als Thermopause bezeichnet und liegt bei, ja, sage und schreibe 800 Kilometern. Die Temperatur in der Thermosphäre beginnt nach der Mesopause bei minus 92 Grad Celsius, also bitterkalt, und erreicht bis zu 2000 Grad Celsius bei 400 Kilometern und 2500 Grad Celsius, also doch ein kleines bisschen wärmer. Hier gibt es Winde dieser Gase, die wir in den Polarlichtern beobachten. Sie besteht in den unteren Schichten aus ionisierten Gasen, also Edelgase, die, wenn sie ionisiert werden, uns das Tageslicht mit seinen charakteristischen Farben geben, und in den oberen Schichten aus Wasserstoff und anderen Ionen. Sie sind geschichtet und nicht vermischt. Die Bewegung der Körper in allen Schichten erfolgen so, dass die dichteren unter die dünneren gehen innerhalb des Mediums, in dem sie sich befinden. Das gilt für alle Schichten der Atmosphäre von hier an abwärts. Ja, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und vor allem bis zu dieser Stelle das Video euch angeschaut habt. Das Buch 6 ist sehr, sehr interessant, aber vollgepackt mit tollen Sachen, vollgepackt mit ziemlich viel Information. Ich versuche das in den nächsten Videos vielleicht noch ein bisschen besser aufzuarbeiten. Ist schon dann doch eine ganz schöne Arbeit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch das anguckt, denn meiner Meinung nach muss das einfach unter die Leute. Es müssten eigentlich noch viel mehr sich das anschauen. Ich werde das, wie gesagt, in den nächsten Videos ein bisschen besser aufbereiten, so dass es vielleicht auch eine breitere Masse erreicht und nicht nur die ganzen Legenden wie ihr. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.